So. Das ist einmal Frankfurt, am Main natürlich, ne? Und da sind wir auch schon in der Nähe von meinem Konferenzunternehmen, der Frankfurter Buchmesse. Ich hatte überlegt, mal hier meinen Mini-Stand auszumachen, weil da kommen viele mit der Straßenbahn und wenn sie gehen, sehen sie mich auch, ne? So, ja, ich bin von euch so, sehe ich gerade, ne? Davon braucht der Apple natürlich schneller, ne? Okay, soweit erstmal, ich versuche mal auszubauen. So, guten Tag, liebe Mitmenschen. Ich bin jetzt immer noch vor der Konferenzveranstaltung Frankfurter Buchmesse. Ich hoffe, man kann es erkennen dort. Und ich bin nicht unzufrieden soweit. Ich zeige euch nochmal hier den Stand. Moment, ich schalte mal um. Sekunde. Ja, den Stand, den habe ich ja vorhin schon mal gezeigt am Anfang. Es hat sich einigermaßen bewährt mit dem Schild. Regen stört das Schild nicht und es ist halbwegs standfest. Einmal ist es allerdings doch gefallen und hat auch leicht eine Straßenbahn touchiert, aber nicht wirklich heftig. Von daher baue ich es dann lieber ein Stück weiter von der Straßenbahn entfernt auf. Ja, und verteilen ist relativ gut gelaufen. Ungefähr doppelt so viel wie bei ähnlichen Aktionen habe ich dann raus. Ich schalte nochmal um, wenn es geht. Also ich habe, ich denke so gut 200 Flyer haben mich rausgegeben. Meistens und bis ich ganz fertig bin, werden sicherlich auch noch 250. Das Schild hat einiges an Aufmerksamkeit gebracht. Am Anfang hat mich eine nette Dame fotografiert damit. Sie meinte, sie wäre auch Sozialarbeiterin. Dann habe ich vorhin noch die Regina Schwehe getroffen, die ging aus der Straßenbahn, hat mich sehr freundlich begrüßt, war allerdings auch sehr in einem, aber das ist auch eine nette Sache. Die Annahmequote, möchten Sie einen Flyer mit näheren Informationen? Nee. Jemand maß das Schild, jedenfalls die Rückseite. Die ist ja auch interessant, ne? Aber ein Flyer schien ja nicht haben zu wollen. Es ist immer stark schwankend. Hier steigen die Leute aus den Straßenbahnen oder kommen von der Buchmesse immer so schwungweise. Und wenn der erste oder zweite keinen nimmt, dann wollen die folgenden meistens auch keinen, so meine Beobachtung. Andersrum, wenn der erste und zweite eins nimmt, nehmen die anderen auch gern. Sonstige soziologische Erkenntnisse auch schon aus früheren Aktionen. Cosplayer haben kein Interesse
dann so Menschen, die so ähnlich aussehen wie ich, sind immer durch den Designer auch nicht so interessiert. Die Interessierten verteilen sich so über alle möglichen Gruppen mit einem kleinen Schwerpunkt so bei Damen mittleren oder auch etwas höheren Alters gefühlt. Und was aber noch, ja, ein Buch habe ich heute quasi verkauft, wobei ich habe es abgegeben für 10 Euro, also für einen halben Preis. Das war so ein älterer Herr, also noch älter als ich, ne? Mit weißem Bart und weißen Haaren. Der war mehrmals in der Nähe und hat mich dann angesprochen, ob ich da ein Buch geschrieben hätte. Und ja, auch 570 Seiten und mehr und 20 Euro, das müsste ich nochmal überlegen. Ne? Und dann habe ich gesagt, naja, wie wäre es denn mit 10 Euro? Ne? Oh ja, oh, das müsste er noch zusammenbekommen. Ne? Und hat er auch. Und so ist ein Buch dann wieder mal jemand, der es auch lesen möchte. Ja, mit dem Regen, also mit dem Wetter, mit dem Regen habe ich Glück gehabt. Ganz am Anfang, wo ich eintraf in der schönen Stadt Frankfurt, hat es noch etwas geregnet. Aber ich stellte mich dann unter einen Baum und habe erstmal Pause gemacht und Frühstückspause. Und danach ist es besser geworden. Und ist bis jetzt bei nahe Null, der Regen. Manchmal wirklich Null, zwischendurch auch mal ein paar leichte Tropfen, aber ja, und jetzt fange ich schon an, über das Wetter zu reden. Dann langweile ich euch mal nicht mehr. Ich bleibe dran. In dem Buch stehen wichtige Sachen und deswegen muss ich weitermachen. Ne? Vielleicht entdeckt mich hier ja auch jemand von einem großen Verlag oder vielleicht jemand, der es verfilmen möchte, Hollywood und so, kann ja alles sein, oder aber auch nicht. Ne? Erstmal bis dann, nächsten Morgen Prosper und see you.